Danke, Frau Vizepräsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, heute Tiroler Landtag. Danke an die Kollegin Haselmanter-Schneider. Ich denke, wir haben in der Vergangenheit schon mehrmals miterlebt, dass gewisse Blöcke zusammengefasst worden sind, wo es wirklich nicht gepasst hat. In dem Fall ist es jetzt aber wirklich so, es geht um die Pflege, in weiterem Sinne auch um den Gesundheitsbereich, und da ist es durchaus sinnvoll, dass man das zusammenlegt. Insbesondere auch deswegen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass der gesamte Gesundheitsbereich wie ein Getriebe funktioniert. Ein riesengroßes Getriebe mit Hunderten von Zahnrädern drinnen. Und in dem Getriebe ist jetzt die Pflege dabei, der niedergelassene Bereich, der Rettungsdienst, alles, was irgendwie mit dem Thema Gesundheit, Gesundheitsversorgung zu tun hat. Und ich denke, wir müssen endlich einmal anfangen, auch zu akzeptieren, dass wenn irgendwo in diesem Getriebe ein kleines Rad gedreht wird, dann drehen sich viele andere Räder mit. Manchmal vielleicht in die richtige Richtung, aber garantiert auch ab und zu mal in die falsche Richtung. Deswegen haben wir schon in der letzten Periode auch beantragt, dass wir hier sozusagen ein Gremium schafft, der alle Maßnahmen, die irgendwo im Gesundheitsbereich gesetzt werden, dass man die auch monetarisiert und schaut, in welche Richtung entwickelt sich das. Ich bin jetzt seit 2018 in dem Tiroler Landtag, und die was letzte Periode auch schon da waren, die wissen das, die neuen Abgeordneten, das können sie auch auf mich berufen. Ich habe wirklich keine einzige Landtagssitzung miterlebt, wo wir nicht mindestens einmal über irgendein Thema im Gesundheitsbereich debattiert haben. Und es wird auch in den nächsten 5 Jahren so sein. Wenn wir uns ehrlich sein und den Gesundheitsbereich bewerten müssten, dann müsste man eine Diagnose stellen müssten, dann müsste man sagen, es ist ein multiples Organversagen. Und das nicht erst seit gestern, sondern das hat sich in den letzten 5 Jahren, seitdem ich mich halt mit dem Thema auch ein bisschen beschäftige, immer weiter verschlechtert. Ich kann mich noch erinnern, zu Beginn dieser Periode, es stellen sich auch heute andere Problemlagen da, zu Beginn dieser letzten Periode, da haben wir darüber geredet, wie wir mehr Infrastrukturkapazitäten aufbauen können. Wir haben dann verhindert noch, dass die Lungenheilkunde, die spezialisierte Klinik in Natters zutrennt wird. Das haben wir gemeinsam da drinnen auch im Landtag verhindert. Heute haben wir eigentlich nicht ein infrastrukturelles Problem in erster Linie, sondern ein Personalproblem. Uns wird es immer wieder zugetragen, egal ob das jetzt Ärzte im Krankenhaus sein. Gerade letzte Woche mit einem Intensivmediziner aus dem Krankenhaus Hall geredet, der mir gesagt hat, es blutet ihm das Herz, wenn er sieht, dass da 4 Betten in der Intensivstation leer stehen, aber nicht, weil sie nicht die infrastrukturellen Ressourcen hätten, sondern weil sie kein Personal haben, die diese 4 Intensivbetten betreuen können. Und das Gleiche ist natürlich auch im Pflegebereich. Ja, wir erinnern uns, ganze Stationen in alten Wohnheimen haben schon schließen müssen, weil einfach kein Personal da ist. Und dieser Antrag Flexibilisierungszuschlag ist im Grunde genommen auch ein Ausfluss dieser Problemstellung. Man sieht einfach, dass immer weniger Personal zur Verfügung steht und dass immer mehr notwendig wird, dass bestehendes Personal Einspringdienste macht. Ich muss ja sagen, eigentlich, also wenn man es ein bisschen ehrlicher formuliert hätte, ja, jetzt nennt man das nicht Flexibilisierungszuschlag. Dieser Zuschlag ist im Prinzip ja ein Bild dafür, für den Notstand im Bereich des Pflegepersonals. Also mir hat wesentlich besser gefallen, und es wäre ehrlicher gewesen, wenn man diesen Flexibilisierungszuschlag Notstandszuschlag benannt hätte, weil der verdeutlicht es auch, welche Situation das Personal im Pflegebereich ausgesetzt ist. So, und jetzt geht man her. Und zum Lachen ist nicht, aber die Andrea Haselmanter-Schneider und ich haben im Ausschuss noch drüber philosophiert, ja, wie viel ist das jetzt eigentlich? Wie viel kriegen da die Leute, die spontan eine Schicht dazu nehmen, also einen Block? Und dann hat der Philipp Wohlgemuth uns aufgeklärt und gesagt, das sind 23 Euro. Und ich sage noch zu Andrea, ja, aber bitte, das ist aber schon hoffentlich brutto in der Stunde. Nein. Das ist für den ganzen Dienstblock 23 Euro für den gesamten Dienstblock. Und nur für die Langzeitpflege, ganz genau. Und dieser Dienstblock, ja, der kann, weiß nicht, 3 Stunden lang sein, 4 Stunden lang sein, der kann aber auch 10, 11, 12 Stunden lang sein. Und egal, wie lang der Dienstblock ist, man kriegt diese 23 Euro Flexibilisierungszuschlag. Jetzt veranschlagt ihr 500.000 für diesen Zuschlag.
Wenn man sich das durchrechnet, dann die 23 Euro, dann kommt man auf 21.739 Dienste, die man da quasi belohnen kann. Wenn man jetzt einen Block, wenn man davon ausgeht, dass ein Block 10 Stunden hat, so im Durchschnitt ungefähr, dann seien das 217.391 Arbeitsstunden vom Pflegepersonal, dem die Tiroler Landesregierung 500.000 Euro wert ist oder 2,30 Euro in der Stunde mehr für das Pflegepersonal. Und ich glaube, das, ich kann mir es wirklich nicht vorstellen. Gell? Also diesen Flexibilisierungszuschlag, den werden hauptsächlich dann jene Pflegekräfte in Anspruch nehmen, die es einfach auch finanziell extrem schwer haben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer da eine Schicht nach der anderen schiebt für 2,30 Euro in der Stunde mehr. Da hätte man ruhig hergehen können, ja, erstens einmal das anders bezeichnen, nämlich was es ist. Es ist ein Notstandszuschlag und hat man das einfach zumindest einmal vervierfacht, ja, auf 2 Millionen Euro, das wäre garantiert auch noch drinnen gewesen. Ich möchte aber da auch noch vor etwas warnen. Wir tun ja da auch wieder nichts anderes als Symptome behandeln. Wir sehen, es wird weniger Personal. Es ist davon auszugehen, dass wir mehr Einspringdienste benötigen und jetzt kriegen die halt was. Aber das kann ja nicht das Ziel sein. Wir müssen ja, damit wir langfristig das Problem in den Griff kriegen, darauf schauen, dass wir einerseits natürlich mehr Personal dazu kriegen, aber es ist ja ganz, ganz wichtig, dass das verbliebene Pflegepersonal da bleibt und gesund bleibt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob man mit so einem Flexibilisierungszuschlag, wo dann der eine oder andere sich vielleicht überarbeitet, gerade dass er halt vielleicht 150 Euro mehr im Monat verdient, ob das der richtige Zugang ist. In Summe muss man halt einfach sagen, ja, und genau da sieht man jetzt wieder, wir doktern halt einmal da ein bisschen herum und wir doktern da ein bisschen herum. Die wirklich großen Würfe, die fehlen nach wie vor und uns wird, das habe ich auch schon mehrmals darin gesagt, uns wird der gesamte Pflegebereich und in vielen Teilen auch der Gesundheitsbereich um die Ohren fliegen, wenn wir nicht endlich wirklich beginnen, Maßnahmen zu setzen, die für alle, die im Pflegebereich arbeiten, im Gesundheitsbereich arbeiten, aber natürlich auch in weiterer Folge dann für die Patienten wirklich spürbare Verbesserungen mit sich bringen. Und mit den zwei Geschichten seid ihr nicht besser. Das ist nett, ja, wenn man das halt beschließt und sagt, jetzt kriegst du 23 Euro pro Dienstbloch, aber es wird nichts an der Situation für das Personal und für die zu Pflegenden ändern.